Hallo liebe Freunde, abermals willkommen zurück bei Let's Play Drachensang am Fluss der Zeit. Abermals willkommen zurück in Aventurien. Wir stehen hier noch so, ja, das hört eigentlich noch zum Marktplatz, ne? Wir stehen hier quasi so hinterm Marktplatz. Da, wo der Heiler ist und da, wo die Bogenbauerin ist, die Ishana. Ishana mal ein Problem. Das ist falsch, ich wollte ins Questbuch. Wir müssen nämlich jetzt erstmal gucken, was hier überhaupt noch so Sache ist. Wir haben hier eine ganze Menge Quests. Trolle an der Brücke. Da müssen wir den Trollen noch die Süßigkeiten besorgen, nämlich die Koschamanzungen. Da hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, wo wir die finden. Das werden wir auch machen. Flusspiraten in Hammerberg ist unsere Hauptquest. Zeichen der Macht. Ja, da mussten wir diese Pfeile machen, ne? Da mussten wir die herstellen. Da waren wir noch auf der Suche nach den richtigen Zutaten. Ich muss mal gerade... Jetzt ist der Ton bei mir aus. Ja, okay, dann geht's nicht leiser. Musste ich gerade noch mal pegeln bei mir so ein bisschen. Rezeptbuch. Haben wir denn da eigentlich alle Zutaten für oder fehlt da jetzt noch was? Nee, da fehlt nichts mehr. Aber wir brauchten da den richtigen Talentwert. Ist das richtig? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ist auch schon wieder ein bisschen her. Bogenbau 11. Brauchen Bogenbau 12, richtig? Ja, Bogenbau 12. Hast du Bogenbau 12? Was? Nein, du? Nein, du? Ja. Na? Dann können wir die doch herstellen, oder nicht? Dann können wir die doch mal mit Ado herstellen. Warum haben wir das denn beim letzten Mal nicht gemacht? Verstehe ich überhaupt nicht. So, dafür brauchen wir nämlich... Was brauchen wir denn dafür alles? Die können wir komischerweise auch gar nicht übertragen ins Rezeptbuch, aber die ist ja schon im Rezeptbuch. Dafür brauchen wir die Harpienfedern, die Steineiche. Das hatten wir doch alles gesammelt, oder nicht? Ja. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das hatten wir. Die hat uns das doch verkauft. Alan Vassalan. Hier, Holzleim, Steineiche, Harpienfeder. Die hat doch alles, was wir brauchen. Verstehe ich überhaupt nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Haben wir das vielleicht aufs Schiff gelegt? Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos, einfach darum, weil es jetzt auch schon wieder so ein paar Tage her ist, dass ich aufgenommen habe. Wie immer eigentlich, ne? Wir schauen jetzt einfach noch mal kurz beim Schiff nach. Vielleicht haben wir das da in die Kiste gelegt, was ich eigentlich schwer glauben kann. Ich wüsste keinen triftigen Grund, warum wir das nicht schon hergestellt haben. Naja, schauen wir da mal nach, ansonsten kaufen wir es nochmal. Ist jetzt auch nicht unbedingt der Rede wert. Schaut mal, wie neidisch die Gestalten da drüben zur Talaria schielen. So einen Prachtkahn hätten die... Nee. Hier ist auch nichts drin. Das wundert mich. Na gut. Ja, so ein Prachtkahn, den hätten sie auch gerne, ist richtig. Da bin ich froh, dass ich so einen Prachtkahn mein eigen nennen kann. Naja. Dann wieder zurück zur Bogenbauerin. Verkauft ihr uns denn alles, was wir brauchen, oder? Das verkauft sie und ja, das wird man schon auftreiben können. Lederbänder haben wir ja auch. Hast du mal das Lagerhaus gesehen, Brauwin? Alles voller Umgebung. So, zurück zum Marktplatz. Warum öffnet denn das Hauptmenü? Das verstehe ich überhaupt nicht. Naja, wie dem auch sei, wir gehen jetzt wieder zu der Schandermann-Problem. Dafür brauchen wir, ich bin mir fast sicher, dass wir das mal gekauft haben. Die Steineiche, da habe ich noch drüber gemeckert, wie teuer die ist. Das ist unfassbar. Ich bin mir sicher, ich übersehe irgendwas. Naja, was brauchen wir denn? Wie viel denn? 1, 1, 1, 5. Ja gut, von allem 1, außer von den Lederbändern, da brauchen wir 5. Also, ein Holzleim. Einmal die Pfeilspitze. Eine Steineiche. Eine Harpienfeder und Lederbänder haben wir noch. So, das geben wir jetzt alles dem Ardo. Alles für die Steineiche. Zubehör. Den Holzleim, ich bin sicher, wir haben das schon mal gemacht. Die Pfeilspitze. Die Harpienfeder. So, und du gehst jetzt hier an die Werkbank.
und stellst jetzt Lindens Pfeile her. Warte. Elfenpfeil? Kann es sein, dass wir die schon hergestellt haben und ich jetzt Lindens Pfeile nicht gefunden habe? Was ist das denn überhaupt, merkwürdige Steine? Müssen wir auch noch identifizieren. Lindens Pfeile sehe ich aber hier auch nirgends. Na gut, dann komm. Ja. Rezept anwenden. Es wurden einmal 100... Toll! Ja, super! Elfenpfeile! Warum heißen die denn Elfenpfeile? Ich denke, das sind Lindwins Pfeile. Ich wusste doch, wir haben das schon gemacht. Na, es ist ja... Da könnte ich wieder im Strahl durch den Monitor kotzen, weißt du? Na, dann haben wir jetzt 200 Elfenpfeile. Meine Güte. Ich wusste, wir haben das schon gemacht. So, was ist jetzt hier Sache im Questbuch? Zeichen der Macht, stimme dich ein. Bevor wir mit den eigentlichen Waffen beginnen, möchte Lindwin, dass ich mich auf die Arbeit einstimme. Um mich mit dem Arbeitsplatz vertraut zu machen, sollte ich zunächst Lindwins Herstellung von magischen Pfeilen beobachten und nachahmen. Ich habe mir notiert, wie es geht und kann nun diese Pfeile selbst bauen. Verzeihung. Das war mein Handy. So, kommt nicht nochmal vor. Habe ich nicht dran gedacht, das vorher auszustellen. Vielleicht schneide ich es auch raus. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, dann müssen wir jetzt wieder in den Elfenwald und müssen dem Lindwin dazugucken, wie der seine Pfeile verzaubert oder was. Ja, das ist ja toll. Jetzt haben wir 200 Elfenpfeile. Super. Vielleicht sind sie teuer, dann können wir sie verkaufen. So, aber jetzt geht's weiter im Text. In den Kommentaren schrieb ein netter Zuschauer oder Zuschauerin, ich weiß es nicht mehr ganz genau, verzeih mir, dass wir hier hinterm Tempel süße Koschamanzungen kaufen können. Beim Krumm Otto. Wollt ihr einen Blick auf meine neuesten Waren werfen? Ganz frisch reingekommen. Greift zu, solange noch... Das hört sich aber interessant an. Was habt ihr denn so? Alles rund ums tote Tier. Ja, guck mal, da hätten wir auch Harpienfedern kaufen können. Süße Koschamanzungen. Tja. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, hier gibt es keine süßen Koschamanzungen. Tja, das ist ärgerlich. Da war das wohl ein Irrtum, oder ich übersehe irgendwas. Sind die hier? Wäre nichts Neues, dass ich mal wieder was übersehe oder wieder zu blöd für irgendwas bin. Nee, hier gibt es tatsächlich keine süßen Koschamanzungen. Na gut, dann tut es mir aufrichtig leid. Dann habe ich wirklich keinen Plan mehr, wo man diese Koschamanzungen kaufen kann. Oder wo man die herkriegt oder irgendwas. Vielleicht werde ich auch mal im Internet nochmal nachlesen. Vielleicht finde ich da auch noch was. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwas wisst, ne, bitte schreibt das in die Kommentare. Oder wenn ich den werten Zuschauer oder Zuschauerin, ich glaube, es war eine Zuschauerin, falsch verstanden habe oder irgendwas hier falsch mache, dann bitte ich um einen Hinweis. In der Zeit haue ich hier auf die schäbige Kiste. So. Alles her damit. Okay, dann habe ich noch was zu erledigen. Nämlich wollte ich ja schon mal den Feuerball lernen. Und den Feuerball, den soll es wohl im Magierturm geben, habe ich mir sagen lassen. Außerdem wollte ich da ja ohnehin nochmal vorbeischauen, weil da soll es ja auch einen tollen Magierstab für Jakon geben. Ist jetzt natürlich saudämlich, dass wir Jakon gar nicht dabei haben. Vielleicht kommen wir dann mit Jakon nochmal zurück. Aber angucken kostet ja nichts, wir können uns den Stab ja schon mal ansehen. Vielleicht können wir ja auch einen für den Geoden kaufen. Naja, erstmal gehen wir jetzt in den Magierturm rein. So, da wären wir. Dann müssen wir hier die Treppe hoch, wenn ich mich da recht entsinne. Denn da oben wartet Meister Bruckbart. Beziehungsweise er wartet nicht unbedingt, aber er studiert da irgendwas, keine Ahnung. Der wird schon was zu tun haben. Ne, Moment, hier sind wir falsch.
weiter nach oben. Da müsste er dann irgendwo sein. In seinem Kämmerchen. Oh, doch nicht. Was ist das denn? Naja, ich will es gar nicht wissen. Codex Canciones. Da können wir Sachen lernen. Gibt es da jetzt auch ein Feuerball? Ach, das ist ja wohl super dämlich, dass wir jetzt Jakon nicht dabei haben. Wie will ich denn einen Feuerball lernen, wenn wir Jakon nicht dabei haben? Erstmal gucken, gibt es hier überhaupt einen? Ja, da gibt es einen Feuerball. Sehr gut. Warum haben wir uns den eigentlich noch nicht geholt? Na gut, dann müssen wir ohnehin nochmal mit Jakon zurückkommen. Mich würde aber auch mal interessieren, wo der Brockbart ist. Na gut, dann gehen wir nochmal schnell zurück, holen Jakon, kommen wieder, lernen den Feuerball und dann machen wir was anderes. Es bleibt ja auch immer noch ein Besuch bei Bruder Emmeran offen, ne? Da müssen wir auch nochmal hin. Und da wartet noch was Großes auf uns, das kann ich euch verraten. Für die, die es noch nicht wissen, was da auf uns wartet. Manche wissen es ja schon. Würde mich sowieso mal interessieren, so am Rande, ob ihr dieses Let's Play guckt, weil ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, weil ihr das Spiel sehen wollt, oder guckt ihr das Let's Play und habt das Spiel trotzdem schon gespielt, also vorher? Oder spielt ihr es währenddessen? Wäre auch mal interessant. Würde mich mal sehr interessieren. Und wenn ihr das Spiel schon gespielt habt vorher, aus welchen Gründen ihr dann das Let's Play guckt? Macht es Spaß, der alten Laberbacke zuzuhören? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht aber auch doch. Ich weiß es ja nicht. Würde mich sehr interessieren. Das würde mich freuen, wenn ihr sowas mal in die Kommentare schreibt oder mich anderweitig wissen lasst. Naja, wie dem auch sei, ich erzähle schon wieder zu viel. Wir sind jetzt hier wieder am Hafen, holen den Jakon ab. Da hinten, da blüht er schon, da leuchtet er schon blau auf. Dann lassen wir am besten den Kuano hier. So, komm mal her. Verschwinde. Ja, bitte. Ach so. So, und du? Ja, komm bitte mit mir. Benötigst du mein... So, weiter geht die wilde Fahrt. Wieder zurück zum Magierturm. Da hinten übrigens, was ihr da seht, ist Schloss Nadoret. Da am Horizont. Für die, die es nicht wissen. Ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass dieses Schloss auch noch was mit der Geschichte zu tun hat. Oder zu tun haben wird. Aber das hat alles noch Zeit. Das Schloss lässt noch ein bisschen auf sich warten. Das läuft nicht weg. Kann man es von hier eigentlich auch sehen? Nö. Hier sieht man nur den riesigen Magierturm. Doch, da ist es. Oder? Nee, es ist ein Fels. Ich glaube, von hier kann man es nicht sehen. Ist ja auch völlig egal. Jetzt wieder rein in den Magierturm. Und endlich einen Feuerball lernen. Ich frage mich auch, warum wir das nicht schon vorher gemacht haben. Ich glaube, das hätte die Sache mit den Ogern ganz schön erleichtert. So, vorm Kampf, wenn die einen noch nicht gesehen haben, wenn die da so nebeneinander stehen, ein, zwei Feuerbälle drauf. Ah, ich glaube, das hätte schon eine Menge gerissen. Nun ja, wie auch immer. Wer stöhnt denn hier? Oh, ein Wühlschrat. Das sind auch gemeine Viecher. Kann ich überhaupt nicht leiden. So. Codex Canciones. Aha. Aha. Nifaxius kannst du schon bei seinem Salabunde, Culminatio Kugelblitz. Kannst du eigentlich auch mal lernen, ne? Oder Foramen Foraminor. Dann bräuchten wir die Schlossknackenfähigkeit nicht mehr. Vom Kuano. Da ist ja sowieso immer die Diskussion, ob wir Kuano oder Jakon mitnehmen. Pass auf. Das machen wir zum Beispiel schon mal. Und natürlich den Feuerball. Ist ganz klar, können wir hier noch irgendwie was lernen. Elementarer Diener, Skeletarius und Ekliptifactus Schattenkraft. Das ist ungefähr so alles das gleiche. Damit beschwört man Schatten herauf, damit einen elementaren Diener, den Burnhardt, den kennt er ja. Damit ein Skelett
Und dann gibt es noch sowas, hilfreiche Tatze, damit kann man noch ein Tier beschwören. Und Herr über das Tierreich, Restituor, was bringt das jetzt? Der Zauber hebt Mali auf die Eigenschaften aus, auf. Okay. Ja, ist vielleicht theoretisch hilfreich, aber ist jetzt so ein Zauber, den würde ich wahrscheinlich nie machen. Starr wie Stein ist auch doof. Schreckgestalt. Der Magier erscheint seinem Opfer als eine bedrohliche Gestalt und schüchtert das verzauberte Wesen ein. Dieser Zauber kann fehlschlagen. Ja, das bringt ja überhaupt nichts. Aerofugo Vakuum. Der Magier schafft ein Vakuum in Form einer Kugel, in dessen Wirkungsbereich sämtliche Luft entzogen wird. Alle Wesen im Wirkungsbereich erleiden Erstickungsschäden und laufen Gefahr, ohnmächtig zu werden. Mhm. Effekt, bla 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 bla, Meter Radius, großes Vakuum, alle darin Chance, ohnmächtig zu werden. Ja, aber dann auch die Verbündeten, oder was? Schaden 1W6, Schadenpunkte alle 6 Sekunden, Wirkungsdauer 6 mal 1 plus Zauberfertigkeitspunkte Sekunden. Klingt natürlich interessant. Pass auf, man kann es mal lernen. Können wir auch ruhig mal machen. Jetzt gehen uns aber auch schon bald die Steigerungspunkte aus. Dann würde ich sagen, war es das hier erstmal. Wo ist denn jetzt dieser dämliche Brotbart? Der wollte uns doch noch irgendwie einen Zauberstab verkaufen oder so. Vielleicht ist der unten irgendwo. Bei diesem Vakuumzauber, da frage ich mich, wenn ich das mache, dann. Also, er macht jetzt zum Beispiel den Vakuumzauber. Dann haben wir hier einen Radius und in dem Radius ist dann ein Vakuum, wo alle ohnmächtig werden und Schadenspunkte kriegen. So, und wenn die drei jetzt auch in dem Radius stehen, dann kriegen die ja auch Schadenspunkte. Und Jakon ist recht. Vermutlich. Also rein logisch. Das müsste man mal ausprobieren. Wenn das so ist, dann ist das weniger cool. Wenn das nicht so ist, dann ist das ein sehr schöner Zauber. Aber das müsste man alles mal ausprobieren. Moin. Tretet ein. Leider ist Magister Bruckbart zurzeit beschäftigt. Ach, nichts weiter gehabt, euch wohl. Ich will aber mit ihm sprechen. Der ist doch hier unten irgendwo. Hier haben wir damals noch gegen die Feuergeister gekämpft. Guten Tag. Oh, Besuch. Ich habe wenig Zeit, also worum... Ich würde gerne mit euch handeln. Ich bin sicher, ihr habt einige interessante Dinge. Geschmeide der Reihe hat er zweimal aus einem Kampfstab, Drachenblut und eine schwarze Magierrobe. Von dem Magierstab ist hier Fehlanzeige. Das ist wahrscheinlich der hier, den hatten wir auch mal bei ihm gekauft. Ja? Ja, einen Kampfstab brauchen wir jetzt nicht. Geschmeide der Reihe, Charisma plus 1 ist auch nicht unbedingt das allerbeste. Magier Rapier, ja, wäre für Kuano interessant, aber den wollen wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Wahrscheinlich. Na gut, dann können wir bei ihm auch nichts mehr kaufen. Schade drum. Dann machen wir uns wieder vom Acker. Ich würde sagen, dann können wir wieder zum Elfenwald und können dem Linwin mal dabei zusehen, wie der seine komischen Pfeile verzaubert. Und schauen, wie wir da weiterkommen. Ansonsten bräuchte ich jetzt die süßen Koschamanzungen, um an der Trollbrücke weiterzukommen. Wir könnten da natürlich auch alles kurz und klein schlagen. Dieser Ben ist aber riskant. So Trolle, die haben es auch in sich. Könnt es natürlich mal probieren, vorher speichern. Aber, ist wahrscheinlich eher auswegslos. Da würde ich lieber vorher noch mal in den Elfenwald reisen. Moin Moin! Vielen Dank, dass du dieses Video angesehen hast. Falls du möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir Feedback gibst. Zu diesem Zweck kannst du einen Daumen hoch geben, falls dir das Video gefallen hat. Falls nicht, gib doch bitte einen Daumen runter.
Hat dir das Video nicht gefallen, wäre es gut, wenn du den Grund als Kommentar abgibst. Dann kann ich mich verbessern und darauf Rücksicht nehmen. Außerdem kannst du natürlich auch die Kommentarfunktion nutzen, um mir Feedback zu schreiben oder um Anmerkungen dazulassen. Wenn dir das Video so sehr gefallen hat, dass du keine weiteren Videos von uns verpassen möchtest, dann kannst du uns mit einem Klick in der linken unteren Bildschirmecke abonnieren und erhältst Benachrichtigungen zu allen neuen Videos. Falls du dich nur etwas über uns informieren möchtest oder andere Videos ansehen möchtest, kannst du dir mit einem Klick auf das TR-Symbol oben rechts unseren Kanal ansehen und schauen, was da so abgeht. Zu unserer Facebook-Seite gelangst du, indem du den Link in der Beschreibung folgst. Wenn du den nächsten Part dieses Let's Plays sehen möchtest, gelangst du, falls dieser schon vorhanden ist, mit einem Klick rechts unten zum nächsten Video. In diesem Sinne hoffe ich dir, gute Unterhaltung geboten zu haben und würde mich freuen, von dir zu hören. Adios, amigo, und vielen Dank fürs Zusehen.